Hallihallo, ihr Lieben, wir sehen uns schon wieder beim Grab der Lohe. Ich bin hier im Anmeldebildschirm. Wir sind zu viert. Ihr kennt die Kandidaten alle. Deswegen mache ich jetzt mal Video aus und wünsche euch viel Spaß mit Ifrit. Und ich hoffe, ich verkack's nicht. Ich habe es mir verkniffen, auch nur ein Wort vorzulesen, weil ich wusste schon nicht, wie ich die Abanjar sprechen soll. Und ich war mir relativ sicher, dass Ifrit auch ein Wort dazu zu sagen hat. Wir haben Mel als Tank, als Marodeur, wir haben Riel als Schwarzmagierin, die Anna, die kennen wir auch schon. Und wir Hallo. haben auch mal wieder den Saito dabei als Faustkämpfer. Hallo. Ja, Oh, ich Mikro bin. aus. Hallo. Und ich bin als Druide drin. Ihr kennt ja das Spiel. Ich habe selber keine Steinhaut, aber das macht Mel. Cross-Skills, juchhe! Also dann, ich hoffe mal, ich verkack's nicht und ja, wir stürzen uns getümmelt. Wir müssen Ifrit bekämpfen. Saito ist eigentlich Raid Lead und erklärt immer. Ich glaube, heute muss ich das machen. Bereit? Bereit. Let's go! Ich bin so aufgeregt. Ich habe den Kampf natürlich, ich kenne den eigentlich schon, aber deswegen ist es trotzdem schon eine ganze Weile her, dass ich den mal kämpfen musste. War hier noch nie als Taumaturg drinnen. Und ich noch nie als Stufe 20 Druide. Wie ihr Ach seht, dann. macht er immer wieder eine AOE rund um sich herum. Wenn man weit genug wegsteht, kriegt man die nicht ab. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da noch an Mel rankomme. Die macht aber auch nicht so viel Schaden. Ansonsten, die DDs müssen eigentlich nur draufprügeln. Und Ifrit macht, wie ihr gerade gesehen habt, immer wieder diesen Feuerstrahl nach vorn. Da stehen die Tanks drin, da sollten die DDs nicht drin stehen. Also seitlich oder hinter ihm bleiben. So, jetzt kommt eine Attacke. Wie heißt die?
Ihr wisst das? Eruption. Eruption, okay, weil ich bin ja nicht auf Ifrit, ich sehe das nicht. Die Eruption solltet ihr nie zu den Tanks nach vorne tragen. Hier in dem einfachen Kampf ist es noch relativ simpel, weil er nicht allzu viele davon macht. Die Eruption kann man stunnen. Da ist sie wieder. Sollte man rausgehen. Ist eine AOE, die macht aber. Kommt jetzt die Fessel? Er hat gerade ja gesagt. Jetzt kommt die infernalische Fessel. Die müssen die TDs sofort fokussen und weghauen. Da darf der Heiler auch gern mitmachen. Mit seinen beschränkten Fähigkeiten. Die muss weg. Und danach dieser Fessel wird. Ach, du bist so weit weg, mehr. Nach dieser Fessel wird. Genau, er hochspringen und seine Ulti zünden. Das tut ziemlich weh. Jetzt habe ich Medica gecastet. Alle haben meinen Fail gesehen. Weil ich Reseda auf meinem Main Heal auf der 3 habe. Und der Mensch ist ein Gewöhnungstier. So, an dieser Ulti, die wir gerade gesehen haben, dieses helle Licht, wären wir gestorben, wenn wir die Fessel nicht kaputt bekommen hätten. Hier wieder AOEs, die müssen wir wieder ausweichen. Die kommen an unterschiedlichen Stellen vom Spielfeld. Die werden gleich außen kommen. Ja. Dann werden sie nochmal innen kommen. Ich weiß nicht genau wann. Aber jetzt müssen wir eigentlich nur noch runterprügeln. Die AOEs werden jetzt halt mehr. Jetzt kommt schon Eruption wieder. Und dann kommt gleich nochmal die andere Attacke, wenn ich mich nicht ganz irre. Also man braucht ein bisschen Movement in dem Kampf. Das ist, glaube ich, das erste Mal im Spiel. Oh, jetzt hat Nell gerade die Attacke unterbrochen. Saito macht den Limit vom Nahkampf DD. Und damit ist Ifrit tot. Und ich kriege jetzt noch eine nette Cutscene. Die anderen werden wahrscheinlich schon rausgehen. Aber ich will nicht weiter in die Cutscene reden. Lief erschreckend flüssig. Ich habe doch in die Cutscene reingeredet. Noel! Das sind ja wieder normale Stimmen, die spreche ich mal. Tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ich hatte da ein paar Amalja im Nacken. Ich sag dir, die wollten mich alle zu ihrer Religion bekehren. Ah, Déjà-vu, mich irgendwie auch. Hartnäckige Bande! Aber ich muss ganz schön schnell lesen. Das ist nicht zum Wegklicken. Ich sehe, die Gefangenen wurden schon in Sicherheit gebracht. Das sollte man von Raubans besten Leuten in der Legion noch erwarten. Ah, jetzt darf ich doch wieder klicken. Danke. Auch immer da auf seiner Tastatur rumhackt, möge es bitte lassen. Was die beiden Verräter angeht, auf die wartet eine höchst unerquickliche Zeit. Sie werden eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen. Und bei dir, Noel, muss ich mich entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass deine erste Mission gleich eine solche Feuertaufe ausarten würde. Kein Problem, Mann. Aber lass uns das Gespräch doch in einer etwas angenehmeren Umgebung fortführen. Wir brechen auf! Alle, die mitkommen, hier entlang! Das war also der große Ifrit.
Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Die Werte sind weit entfernt von dem, was ich erwartet hatte, selbst wenn man die Gegenmaßnahmen dieser Uldana einberechnet. Was willst du auch anderes erwarten, wenn du dich auf 5 Jahre alte Daten der 7. Legion verlässt? Und bei der momentanen politischen Lage können wir die Unterstützung des Kaisers bei den Untersuchungen vergessen. Wir können niemandem vertrauen, außer uns selbst. Pessimistisch wie immer, Livia. Versprich mir, dass du dich nie änderst. Wir haben genug Zeit hier verschwendet. Dein Messgerät ist verdammt nochmal zu alt, um irgendetwas Brauchbares anzuzeigen. Vielleicht gab es heute nichts Besonderes zu messen. Gut, dann begnügen wir uns eben mit dem Bewusstsein, dass wir unser Hauptziel erreicht haben. Trotzdem beunruhigt mich diese Abenteurerin. Eine solche Stärke könnte uns noch hinderlich werden. Mag sein, aber dafür ist jetzt nicht die Zeit. Der Legatus hat dir eine Aufgabe erteilt und die hast du zu erfüllen. Ich schlage vor, dass du dich etwas mehr ins Zeug legst. Sonst werde ich dir Respekt vor ihm beibringen. Huh, wer solche Verbündete hat, braucht wirklich keine Feinde. Ich werde mich hüten, eine liebestolle Frau gegen mich aufzubringen. Ihr seid so dumm. Ah, herrlich. So, ich finde, das ist prima. Ihr tanzt bei mir auch übrigens absolut synchron. Es ist ein absoluter Traum. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Wenn noch Fragen offen geblieben sind zu Ifrit, dann könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Und das ist die Abmoderation auf Doom, auf jeden Fall. Alles klar. Vielen Dank. Ciao, ihr Lieben.